Die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland haben seit dem 23. Mai 2015 einen Nationalpark. Der Nationalpark Hochwald-Hunsrück wurde am Pfingstsamstag mit einer symbolischen Grundsteinlegung am Hunsrückhaus auf dem Erbeskopf eröffnet. 3 Jahre haben Kommunen, Interessengemeinschaften, Bürgerinitiativen und Institutionen auf dieses Ziel hingearbeitet. Die Befürworter waren sich damals schon schnell einig: Der Nationalpark kann die Region um den Hochwald als Tourismusstandort stärken. Die Kritiker vom Verein Ja zur Natur, Nein zum Nationalpark halten die touristischen Chancen auch weiterhin für überschätzt. Der Birkenfelder Landrat Dr. Matthias Schneider sieht den Nationalpark als Chance für die Region. Ich sehe den Nationalpark als Chance, um die Region, um der Region hier eine Identität zu geben, aber eben auch die Wertschöpfungsprozesse in der Region anzuschieben. Das ist dringend nötig. Und wir haben es ja in anderen Regionen, die ähnlich unter dem demografischen Wandel gelitten haben, wie zum Beispiel die Steiermark, die heute sich ganz anders präsentiert, ganz anders darstellt. Und diesen Weg möchte ich auch hier mit der Hunsrückregion, mit den Menschen hier oben gehen. Das ist nicht von heute auf morgen zu gestalten. Das ist ein Prozess, das ist kein Projekt. Und wenn ich von Prozess spreche, zeigt das schon, dass es hier um viele Jahre gehen wird. Um 20, 30 Jahre, bis sich die Ergebnisse einstellen, bis sich die Menschen auch an die neuen Umstände gewöhnen. Haben. Nichtsdestoweniger müssen wir uns aber auch immer vergegenwärtigen, dass der Nationalpark natürlich nur nicht alles bewerkstelligen wird. Aber ich denke, er ist ein Impulsgeber, ein wertvoller Impulsgeber, und er wird auch langfristig eben nur ein Mosaikstein in der ganzen Regionalentwicklung sein können. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir hiermit einen wertvollen Orientierungspunkt innerhalb von Rheinland-Pfalz geschaffen haben. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal für uns geschaffen hier oben in Rheinland-Pfalz. Wir werden von vielen auch drum beneidet, Diskussionen hin, Diskussionen her. Ich denke, wir als Landkreise, wir als Bevölkerung hier oben um den Nationalpark haben ein Pfund, mit dem wir auch für die Zukunft richtig wuchern können. Um langfristig die Touristen in die Landkreise rund um den Hochwald zu locken, muss nun auch an der Infrastruktur etwas getan werden. Ja, wir nehmen uns dieser Fragestellungen natürlich auch innerhalb der Tourismusorganisationen an. Erst gestern Nachmittag waren wir bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH zusammengesessen, haben auch diese Frage zusammen mit dem Nationalparkamt erörtert. Und da zeigt sich auch, dass die Kommunikationsprozesse noch viel intensiver ausgestaltet werden müssen. Es gibt immer noch Unschärfen in den Begriffs- und Zieldefinitionen. Hier muss noch Einigkeit hergestellt werden, hier muss auch noch Gleichklang hergestellt werden. Und das ist die vorderste Aufgabe, die wir auf professionelle Art und Weise zu managen haben. Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt erst. Das ist die Aussage von Dr. Harald Igidi, dem Leiter des Nationalparkamtes im Birkenfeld. Das ist ja auch nicht nur meine Arbeit. Wir haben ja bisher auch schon mit einem Team von um die 50 Personen zusammengearbeitet. Jetzt, wenn die ganze Feierlaune mal ein bisschen rum ist, beginnt die Basisarbeit. Es sind ganz banale Dinge, dass wir unser Büro aufbauen müssen, dass wir uns jetzt an die Planungen machen müssen, dass wir die Beschilderung einrichten müssen. Ganz, ganz viele Sachen, die draußen wichtig sind, damit Besucher das Gebiet auch erkennen. Wir werden natürlich auch mit unseren Touren starten, durch eigene Ranger, aber auch mit zertifizierten Nationalparkführern. Und da wird man sehen, wo wir überall noch Feinschliff reinbringen möchten. Informationen und Programmpunkte können vor Ort an den Tourismusinformationen oder auch im Internet unter nationalpark.rlp.de eingeholt werden. In den kommenden Wochen können die ersten Veranstaltungen auch hier bei uns im Eventkalender von südwestevents.de eingesehen werden.